Hallo, ich bin Dina Kalfin mit einem wöchentlichen Video-Digest zum Skyway-Projekt. Dies ist die vierte Ausgabe, die wir vom Homeoffice bringen. Es geht uns darum, dass Sie regelmäßig aktuelle Informationen über Skyway bekommen. Machen Sie sich also bequem und lassen Sie sich durch die aktuellen Nachrichten der vergangenen Woche informieren. Heute geht es um Folgendes. Die Nitsky String Technologies Company arbeitet an der Entwicklung eines neuen Türsystems für die Skyway-Fahrzeuge. Der Fernsehsender Belarus 1 brachte eine Reportage aus dem Testzentrum des schienengebundenen Seilverkehrs in Marina Gorka. Im Benutzerkonto finden sich neue Investitionsangebote mit dem Discount 1 zu 100. Nitsky String Technologies Company bringt die Entwicklung der außenliegenden Schiebetüren für Skyway-Fahrzeuge zum Abschluss. Alexei Garnowitsch, Leiter des Büros für die funktionale Systemanalyse, informiert über das neue System. Der Ingenieur betont, dass man mit den neuen Türen Raum innerhalb der Kabine spart. Außerdem trägt es zur Erhöhung der Fahrsicherheit beim Skyway-Verkehr bei. Dafür sind mehr als 10 Sensoren in den Türmechanismus eingebaut. Die sind Geber, die beim Schließen der Tür Hindernisse erkennen. Wenn zum Beispiel in der Tür ein Rucksackgurt oder eine Krawatte stecken bleibt, reagieren die Geber und verhindern das Schließen der Tür. Man plant den neuen Mechanismus beim Unibus anstelle der bisherigen Schiebetüren. Sobald die Entwicklung abgeschlossen ist, beginnen die Tests. Der Hauptfernsehsender Belarus 1 berichtet in seinem Programm Maschrut Pastroin über das Skyway-Testzentrum im Ecotechnopark. Den Journalisten zeigte man drei Typen des Skyway-Verkehrs. Sie erlebten die Tests des Unibus mit 14 Plätzen und fuhren mit dem Unicar auf der leichten Trasse. Die Journalisten beeindruckte der Komfort in der Kabine des Skyway-Fahrzeugs. Dazu gehört ein Informationsbildschirm, eine Klimaanlage und eine Überwachungskamera. Die Moderatorin stellte fest, dass dieser Verkehr einem Weltraumschiff ähnelt. Die Sendung wurde im Sommer vorigen Jahres gedreht. Heute können Sie die komplette Reportage sehen. Der Link findet sich in der Beschreibung zu diesem Video. In den letzten Monaten standen Staaten und private Unternehmen vor wirtschaftlichen Herausforderungen. Um die Krisenzeit zu überwinden, bietet die Unternehmensgruppe Skyway die Investitionspakete Step Up 2021. Sie können jetzt in den schienengebundenen Seilverkehr mit dem Discount 1 zu 100 auf Raten oder mit einer einmaligen Zahlung investieren. Solch einen hohen Discount bot man Investoren, als das Skyway-Projekt noch keine ernsthaften Erfolge erzielt hatte. Noch nicht verfügbar waren die Testzentren in Weißrussland und in den VAE, eine Eigenproduktion mit 1000 Mitarbeitern sowie 10 Modelle des schienengebundenen Seilverkehrs. Heute ist Skyway bereit, einen erhöhten Discount allen Investoren zu bieten, die das Projekt in dieser instabilen Zeit unterstützen wollen. Die neuen Investitionsangebote stehen Ihnen bis zum 30. Juni zur Verfügung. Die Bedingungen der Aktion finden sich unter dem Link in der Beschreibung zu diesem Video. Das waren die Nachrichten dieser Woche. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die weiteren Nachrichten nicht zu versäumen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und auf Wiedersehen.